Hey meine Freunde, willkommen zurück zu einem neuen Video hier in meiner Fischhut. In diesem Video geht es heute darum, was ist ein Druckminderer und was tut dieser? Bleibt dran und viel Spaß! So, was ist ein Druckminderer? Der Druckminderer sitzt auf der CO2-Flasche am Ventil und ganz grob gesagt ist er einfach da, zum Regulieren der Menge des einzutretenden CO2s in das Becken. Es gibt verschiedene Arten von Druckminderern und ich werde euch heute einfach hier jetzt auch mal ein paar zeigen, auch die ich verwende und was es noch gibt. Fangen wir einfach mal beim ganz einfachen Druckminderer an. Der ganz einfache Druckminderer hat einfach nur reguliert den Arbeitsdruck auf eine bestimmte Baranzahl und von dort aus können wir über ein Feinnadelventil die eingesteuerte Menge regulieren. Diesen habe ich jetzt zum Beispiel hier auch in Verwendung und zwar bei dem Tropica Nano System und diesen blende ich euch jetzt einfach hier mal ein. Dort seht ihr, dieser hat nur ein verstellbares Feinnadelventil für die Dosierung ins Becken. Dann gibt es die Variante des Druckkammerminderers mit einstellbarem Arbeitsdruck. Und zwar haben wir dort zum Feinnadelventil zusätzlich noch eine Einstellmöglichkeit, in der wir den Arbeitsdruck selbstständig regulieren können. Denn zusätzlich ist er natürlich dafür da, den Flaschendruck zu reduzieren und ja genau, bei diesem können wir damit dann auch die regulieren, wie stark der Flaschendruck zum Arbeitsdruck schwankt. Das heißt, wir können den Arbeitsdruck selbstständig einstellen. Ein Nachteil der beiden normalen ist tatsächlich, wenn die Flasche leer wird, müssten wir diesen immer nachregulieren, wenn man ihn halt regulieren kann. Denn sinkt der Flaschendruck, so steigt automatisch der Arbeitsdruck und damit müssen wir diese Schwankung halt ausgleichen. Und so einen habe ich bei der JBL CO2-Anlage, obwohl ich in einem Video vorher behauptet hätte, dass es ein Doppeldruckkammerminderer ist, muss ich das hier auch revidieren. Das stimmt nicht. Das ist nur ein Druckkammer, also ein Druckminderer mit einem einstellbaren Arbeitsdruck. Diesen blende ich euch natürlich auch hier einmal ein. Dort könnt ihr euch das nochmal anschauen. Dieser hat, wie gesagt, jetzt auch zwei Manometer. Einmal der Flaschendruck und einmal der Arbeitsdruck. Dann gibt es, wie ich jetzt schon erwähnt habe, noch eine Art, und zwar ein Doppeldruckkammerminderer. Dieser arbeitet eigentlich genauso wie der vorherige, mit einstellbarem Arbeitsdruck, Feinnadelventil. Nur er gleicht durch die zweite Kammer, gleicht er diese Schwankungen im Arbeitsdruck bei Reduzieren des Flaschendrucks aus. Und genau, das ist eigentlich im Groben und Ganzen schon das, was ein Druckminderer tut und für was er auch da ist. Genau. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.